Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Carolinchens Zuckerwelt. Ich zeige euch jetzt gleich, wie einfach die Herstellung von Lemon Curd ist. Und zwar eignet sich Lemon Curd wunderbar als Brotaufstrich, zum Naschen, zum Verfeinern eures Desserts oder aber zum Verfeinern eurer Tortenfüllung, so wie in meinem Fall. Ich habe nämlich am Wochenende eine Zitronen-Biskuitrolle gebacken. Die Rezeptur findet ihr übrigens auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Und verfeinert habe ich meine Füllung mit dem Lemon Curd. Sehr, sehr lecker. Ja, also, oder man isst einfach nur so als Nervennahrung. Ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal braucht man einfach was zum Naschen. Da ist Lemon Curd einfach die beste Option. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit meinem Video und mit dem Lemon Curd. Für das Lemon Curd benötigen wir 3 bis 4 Zitronen. Ich habe jetzt hier 4 kleine Zitronen. Sollten die Zitronen aber etwas größer sein, dann reichen auch 3. Wir haben hier 3 Eier. 250 Gramm Zucker. Beim Zucker ist es so, ihr müsst nicht zwingend 250 Gramm, so wie ich, verwenden. Ihr könnt natürlich auch mit weniger Zucker arbeiten. Wir haben hier 130 Gramm Butter, einen Topf, eine Orangenpresse und eine Käse-Zitronenreibe. Genau, und wir beginnen jetzt mit dem Abrieb der Zitrone. Da allerdings solltet ihr darauf achten, dass ihr unbehandelte Zitronen verwendet. Wascht sie am besten vorher und achtet beim Abrieb darauf, dass ihr wirklich nur die gelbe Schale erwischt und nicht das weiße, sonst kann es natürlich passieren, dass unser Lemon Curd etwas bitter schmeckt. Genau. So, und jetzt benötigen wir circa 150 Milliliter Zitronensaft. So, wir haben hier circa 150 Milliliter Zitronensaft, also wenn ein bisschen mehr oder weniger ist, nicht so schlimm. Der kommt jetzt gleich in den Topf, ebenso die Eier und der Zucker. Mit der Butter müssen wir noch ein bisschen warten, die kommt erst am Schluss mit dazu. Wenn ihr die Zutaten in den Topf gegeben habt, verrührt ihr das Ganze mit einem Schneebesen und dann wird das Lemon Curd auf der Herdplatte erwärmt, ein bisschen erhitzt, aber nicht zum Kochen bringen. Das ist ganz, ganz wichtig, bleibt am Herd stehen. Unter ständigem Rühren wird das Lemon Curd erhitzt, so lange bis es etwas andickt. Also das sieht dann aus wie ein Pudding, aber das seht ihr jetzt gleich, ich zeige euch das. Das Lemon Curd konnte jetzt durch das Erhitzen etwas andicken. Ich gebe es jetzt nochmal durch einen Sieb, so kann ich nämlich die Zitronenschale auffangen. So, und jetzt kommt die Butter dazu. Und das Ganze wird dann so lange verrührt, bis die Butter geschmolzen ist. Das dauert jetzt ein bisschen. Und ich kann euch gleich sagen, wie viel Menge wir an Lemon Curd haben. So, das Lemon Curd ist fertig. Wir haben hier 500 Milliliter Lemon Curd.
Also das reicht euch locker als Tortenfüllung. Ich denke jetzt mal für 1 bis 2 Torten, je nachdem, wie viele Schichten Füllung ihr macht. Oder ihr verwendet es als Brotaufstrich, das wird ja auch ganz oft gemacht. Oder weiß der Geier, was ihr da... Oder ihr löffelt es einfach so. Genau, also es riecht super lecker. Ihr könnt das Lemon Curd in so kleinen Marmeladengläsern aufbewahren. Genau, im Kühlschrank ist es bis zu 3 Wochen haltbar. Und genau, also ich werde es jetzt gleich am Wochenende, werde ich es nochmal brauchen, das Lemon Curd, weil wir Kommunion feiern. Und da mache ich eine leckere Zitronen-Biskuitrolle. Die findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Rezept nehme ich ebenfalls für euch auf. Aber jetzt fülle ich hier mal erstmal mein leckeres Lemon Curd ein. So. Gut. Ich finde es auch eine ganz, ganz süße Idee zum Verschenken. Also wer der Mama oder der Oma oder der besten Freundin oder wem auch immer was Nettes mitbringen möchte, der kann das auch mit Lemon Curd machen. Und zwar habe ich hier so rosa Tüchlein. Genau, und dann ist das Ganze auch schnuckelig verpackt. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Feedback, ein Däumchen oder einen Kommentar natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns auch auf Facebook oder Instagram. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem leckeren Lemon Curd. Bis zum nächsten Mal.